wollte euch doch erzählen, was wollte ich euch erzählen? Ach, ja, hallo! Hallo! Ich war am Montag im Supermarkt einkaufen und es war echt total super. Deswegen heißt er auch so. Wahnsinn. Freunde, kennt ihr das? Man will... Oh, hallo! Kennt ihr das? Man will ein Teil kaufen und geht mit drei Taschen nach Hause. Ja, und das eine Teil hat man aber vergessen. Ja? So ging mir das. Ja? Ich wollte nur schnell rein, Liter Milch kaufen, zack, wieder nach Hause. Dann komme ich rein in den Supermarkt und dann geht man ja am Anfang durch diese Obst- und Gemüseabteilung. Und da sehe ich das ganze Obst und Gemüse und auf einmal fällt mir auf, wie schlecht ich mich ernähre. Dann denke ich, oh Gott, Obst, Gemüse, das brauche ich, muss ich mehr essen. Gibt es hier Leute, die immer eine Schale mit frischem Obst zu Hause haben? Ja, und sie essen das auch? Ach, toll! Na, im positiven Sinne, sie sehen frisch und gesund aus. Ich kaufe das alle Jubeljahre, schmeiße es dann aber verschimmelt zwei Wochen später weg. Ich gehe ins Bett und denke, ach, bin gesund, tschüss. Nein, aber jetzt dachte ich, ein neues Leben, Obst und Gemüse. Aber was nehme ich denn? Und da ist mir diese Zeitschrift eingefallen. Wie heißt sie? Diese Bravo für Rentner? Apothekenumschau. Ich lese die total gerne, da steht immer so nützliche Sachen drin. Da stand drin, man braucht Vitamin A, damit man auch in der Dämmerung sehen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde schon gerne in der Dämmerung sehen, ja? Nennt mich verrückt, nennt mich verrückt. Ich frage mich aber, was machen Rentner in der Dämmerung? Oh ja, wir haben Spaß. Jedenfalls dachte ich, okay, und da stand drin, Vitamin A ist in Grünkohl, Kürbis und Honigmelone. Dachte ich, na gut, dann nehme ich das alles. Grünkohl, Kürbis, Honigmelone und für die Obstschale noch Bananen. Ich hatte ja auch keinen Einkaufswagen dabei, weil ich wollte ja eigentlich nur einen Liter Milch kaufen, ja. Dann dachte ich so, das habe ich alles, gute Ernährung läuft, gehe ich zum Kühlregal zur Milch, ja. Da musste ich auf einmal an so einem Probierstand vorbei. Kennt ihr diese Probierstände? Ja, wo meistens so immer so eine ganz nette, adrette Dame dahinter steht, die einem neue Produkte vorstellt. Aber ich denke dann immer, ich weiß nicht, ich habe Angst vor denen, weil ich denke, es gab einen Grund, warum es diese neuen Produkte bis jetzt noch nicht gab. Ja. Ich schleiche an der vorbei und denke, ah, vielleicht sieht sie mich nicht. Auf einmal höre ich, hallo, ah, da ist es schon wieder, hallo. Und ich, ich, und sie, ja, hallo, und ich, ah, hallo. Und sie, möchten Sie was probieren? Und ich, oh, was gibt's denn Neues? Und sie, oh, wir haben jetzt Erdbeerleberwurst oder Aprikose-Blutwurst in Schweinedarm. Und ich, lecker. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst probieren soll. Ich überlege mal schnell, was ich zuerst probiere. Dabei kaufe ich noch schnell Milch. Tschüssi. Und dann denke ich, ach so, oh Gott, Tomatendosen. Ich brauche ja auch noch Tomatendosen. Hallo. Tomatendosen, Tomatendosen. Ich habe aber gar keine Hand mehr frei. Dann tue ich meine Sache in so ein Regal stellen. Und ich möchte von ganz unten die günstigen Dosen Tomaten haben. Und ich möchte mal wissen, wer sich das ausgedacht hat, dass die günstigen Sachen immer ganz unten sind, ja? Denke ich so, warte, was will ich? Tomate mit Basilikum, nein, das will ich nicht. Schältomaten will ich auch nicht. Tomaten passiert, was ist da passiert? Will ich auch nicht. Ah, hier, Tomatenstückchen, die will, es ist degradiert, in was für Haltung man sich begeben muss, nur um zu sparen. Ja, obwohl ich meine, andere machen das, um Geld zu verdienen. Also, ja, wie ich dann denke, ah ja, Tomatenstückchen, die will ich. Auf einmal höre ich von hinten, na Anne, schon wieder pleite? Mein Nachbar Ralf. Und ich, nein, nein, ich mache Yoga. Das ist der herabschauende Hund. Und mit dem Krieger hole ich noch Mais. Und er, na Anne, bist du wieder lustig? Und ich, muss ja. So, Freunde, und dann habe ich die Milch natürlich vergessen, wie es ist. So ist es immer. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss noch ein kleines Liedchen singen. Und wir Künstler sind ja verrückte Hunde, ja? Wir...
Hallo. Wir verarbeiten ja unsere Probleme im Leben hier auf der Bühne und das möchte ich mit diesem Lied auch tun. Ich habe es mit meinem tollen Kumpel C. Heiland geschrieben. Ich weiß nicht, ob manche den kennen hier. Ach, der ist ganz toll. Toller Kollege. Ich hab's wieder getan. Und ich dachte, ich tu's nie wieder. Es kommt einfach aus mir raus. Egal was ist und was auch immer war. Ich sag ja. Ständig ja, auch wenn ich es nicht mein. Ich kann mich nicht erinnern an mein letztes Nein. Fragt man mich, ob ich noch weiß, wann mein letztes Nein war.